Blochers Mittel wurde von einigen Bauern ausprobiert. Die waren zunächst eher skeptisch. Schon bald stank die Gülle weniger und dann wurden noch andere Phänomene festgestellt. Auf zwei nebeneinander liegenden Wiesen legten die Bauern selbst einen Versuch an. So, da sieht man also jetzt ganz klar und deutlich, man kann erkennen, dass es ein ganzer dichter Bewuchs ist. Wir haben also eine geschlossene Grasnarbe. Wir haben nicht diese hohen Gräser hier, sondern wir haben dieses dichte Gras unten am Boden, das ja auch viel mehr Ertrag bringt, widerstandsfähiger ist. Und wir haben eben diese Vielfalt von Bewuchsen. Wir haben also nicht nur 7 oder 8 Kräuter oder Gräser, sondern wir haben vielleicht 60, 70 verschiedene Gräser und Kräuter da drin. Und das ist das, was auch unsere Tiere gern mögen. Das bringt eben die Nährstoffe. Ja, wenn wir jetzt da mal rübergehen auf der anderen Seite, da kann man jetzt ganz klar erkennen, wenn man daher schaut, da sind also diese schmalen, dünnen Grashalme, da ist keine Matte, da ist nichts dran. Das ist ein bisschen ein Gräschen, so wie es zum Teil auf dem Sportplatz auch wächst, aber da ist kein Inhalt. Die Dichte fehlt da. Und die Vielfalt, das ist das Entscheidende, die Vielfalt fehlt.